Oh, fast hätte ich es vergessen, Frau Bürgermeisterin. Heute findet von 9 bis 18 Uhr das Insektikus-Turnier statt. Geh zum Festplatz, um dich anzumelden. Je nach Platzierung kannst du tolle Preise gewinnen. Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Pilsdorf soll schöner werden. Ich habe ein Experiment gewagt. Man sieht es schon im Hintergrund. Das ist das Märchenschloss-Design mit dem Märchenschloss-Zaun. Also das Dach jetzt nicht und der Briefkasten auch nicht, aber ich dachte mir so, ja, wenn das schon da im Angebot ist zum Kaufen, probierst du das einfach mal aus. Wenn ich jetzt die passende Tür hätte und den passenden Briefkasten und das passende Dach, könnte ich mir das sogar vorstellen. Also muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, dann finde ich das sogar nicht schlecht. Dann, weil das passt ja dann ganz gut zu unserem Märchendesign hier. Oh, Mischka, hallo! Hey, Sternli, ich hab dich in letzter Zeit in der Stadt herumstromern sehen. Aber wir haben ewig nicht mehr geredet, kann das sein? Hast jedenfalls mal wieder höchste Zeit. Das stimmt, sie ist wahrscheinlich auch gerade schon auf dem Weg, Insektikus-Turniermeisterin zu werden. Ich gehe mal kurz meine Briefe abchecken. Ach du Schreck. Ja, ich hatte ja Sachen bestellt, nicht wahr? Und dann müssen wir unser Inventar leer machen und dann gehen wir auch Insekten sammeln, so wie es aussieht. Wegwerfen, 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 wegwerfen. Und dann holen wir mal den Rest ab. Und ich gehe schon mal rein, auch wenn man an diesem wunderschönen Sommertag nicht unbedingt reingehen muss. Also ich mag dieses Märchenschloss-Design irgendwie. Es passt allerdings nicht zu diesem rudimentären, rustikalen Pilsdorf-Look. Aber ich wollte es wenigstens mal gesehen haben. Wenn es schon da war, es gab sonst nämlich nichts anderes Passendes. Oh Gott, wir müssen so viele Sachen verkaufen. Entschuldigung. Danke. Das kann erstmal hier, den brauchen wir. Dann packen wir das hier so zusammen. Ja, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Die Streifenanlage auch. Samurai-Kostüm nicht. Das Samurai-Kostüm möchte ich tatsächlich behalten. Pack das mal hier hin, genauso wie das Geld. Und die super coole Axt. Das eine ist die silberne Axt, das andere ist die goldene Axt. Dann nehme ich mal die Axt hier einfach mit. Das können wir alles verkaufen. Sehr gut, jetzt gucke ich noch, was ich hier bekommen habe für Briefe. Wir haben einen Brief gekriegt. Und zwar einen von Felix. Ich neige immer dazu, diese blaue und schlaue Musik dabei zu singen. Das ist voll schlimm. Liebe Honey, ich habe mir vorhin auf die Zunge gebissen und dann meine Rhabarberkompott gar nicht mehr genießen können. So eine Gemeinheit. Und wie geht's dir so? Dein armer Felix. Ich glaube, ich habe mich gerade verlesen. Er konnte sein Rhabarberkompott gar nicht mehr genießen. Das steht da. Ja, alles klar. Ja. Das kann passieren. Auf die Zunge beißen ist sehr unangenehm. Ist mir schon sehr lange nicht mehr passiert. Aber kleine Anekdote, da ich ja so einen Kreuzbiss habe, war das früher oft ein Problem. Also meine Zähne sind oben etwas schmaler und der Kiefer unten sitzt leicht schief drauf. Das sieht man zwar auf dem ersten Moment nicht so, wenn ich breit lächle, dann schon mal eher, aber es sieht nicht super unnatürlich aus. Es ist nur so, dass ich... Meine Zähne sind so weit auseinander, dass ich mit geschlossenen Kiefer, also auf Zähne aufeinander sprechen kann. Deswegen kann ich auch Bauchreden, ohne dass ich das üben musste. Und ich hatte sehr lange Eckzähne. Ja, ist wirklich so. Ich hatte super ultra lange Eckzähne und ich habe mir damit regelmäßig auf die Zunge gebissen, weil sie so lang waren, dass sie beim Sprechen schon auf meine Zunge getreten sind. Also in meine Zunge gestochen haben, wenn man es genau betrachtet. Naja, und das führte zu dem Problem... Ja, komm, das ist alles Campingplatz. Das führte zu dem Problem, dass ich mir natürlich permanent auf die Zunge booste. Ich bass mir. Nee, ich biss mir auf die Zunge. Tut mir leid, manchmal. Manchmal habe ich so ein bisschen mein Sprachfindungszentrum völlig gestört. Ja, jedenfalls musste ich dann zum Zahnarzt. Und der Zahnarzt hat mir dann im gleichen Gang mit den Löchern in meinen Zähnen, beziehungsweise in Zahnzwischenräumen, hat er mir dann halt einfach auch die Eckzähne geschliffen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist, mit dem Kreuzbiss sich die Zahnzwischenräume richtig zu reinigen, weil man kommt halt einfach nicht überall einfach so ran. Ja, mi, hätte ja eine Zahnspange tragen können, wäre aber keine lustige Zahnspange gewesen, wäre so eine Killer-Zahnspange gewesen. Das ist der Safe. Das ist unser Bankautomat. Mal gucken, ob der sich bedienen lässt. Und das ist unsere Geldscheinpyramide. Naja, unsere Goldbarrenpyramide. Eigentlich muss das in mein YouTuberzimmer, oder? Ich meine, hallo.
War das, ach nee, es war nicht gar nicht die Goldbarre, ne? Ja, das war wirklich die Geldscheinpyramide. Kann ich den bedienen? Ja, mein Gott, wie geil! Wie praktisch. Wie praktisch ist das? Muss starten. Ach, ich freue mich so auf das nächste Pikmin. Hier ist nicht genug Platz. Wo packe ich mein Geld hin? Ich mach's wie in der Realität. Ich werfe die Geldscheinpyramide einfach neben meinen Schreibtisch. Da bunkere ich auch mit meinem ganzen Money. Das passt da gut hin. Hier ist ja wirklich kein Platz mehr für irgendwas. Ich räume mal gerade ein bisschen um. Der Safe würde aber sehr gut hier hinpassen. Dann kommt er einfach dahin. Oh, man kann was auf den draufstellen? Perfekt! Ja, wie cool ist das denn? Leider, auch die Geldscheine könnte ich irgendwo draufstellen. Leider habe ich nichts, wo ich sie draufstellen könnte. Egal, es sieht toll aus. Kann ich den auch aufmachen? Oh, das ist mein, meine Goldbar. Das ist ein Schrank. Wie geil. Der ist hier abgefahren, cool. La, 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 ich muss verkaufen. Ich gehe mal schnell verkaufen, Leute. So, da bin ich wieder zurück und habe alles verkauft. Was ich nicht brauchte. Ich habe allerdings mal mein Künstlerschild behalten und ich packe jetzt schon meinen Kescher mal aus, um hier gleich der Konkurrenz zu zeigen, womit sie es hier zu tun haben und so. Jetzt sollte ich auch jetzt schon mal drauf achten, ob es hier Insekten gibt. Ach Mensch, hallo Günther, na was geht? Danke, dass du wieder mit mir sprichst, Honey. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Wir haben lange nicht mehr geredet. Also dachte ich, du magst mich vielleicht nicht mehr auch hören. Oh, das war doch nie so gemeint. Ich hatte halt sehr viel zu tun in den letzten Tagen. Hallo, Mischka. Okay, alle sind anscheinend hier auf Insektenjagd. Ich gucke auch gleich schon mal hier bei den Blumen, ob da ein paar sind. Ja, also ich weiß halt nicht. Auf der einen Seite passt dieses Rudimentäre besser zu Pilzdorf, aber das hat halt schon seinen Charme. Wir sind halt hier mal sehr viel mit Pink und mit Rosa und Weiß. Unweigerlich. Hm. Deswegen, ich bin halt auch nur halb damit zufrieden, um das mal kurz ausgeführt zu haben, mit dem Pink und den Rosa und so weiter und so fort, weil ich halt Pilzdorf gerne in anderen Farbtönen gehabt hätte. Aber irgendwie, es hat halt auch was. Ach Mensch, hallo mein Freund, der liebe Kalion. Grüße, junge Frau. Der große Augenblick ist gekommen. Zeit für das Insektinus-Turnier. Kustutier, wie auch immer. Nuscheln, das passiert, wenn man so aufgeregt ist wie ich. War ganz schön schwer, so lange darauf zu warten. Stimmt's? Ach so, sag mal, soll ich dir vielleicht noch die Insektikus-Regeln erläutern? Das wäre super. Wohlan, meine käferklaubene Kumpline. Ich erkläre dir alles, was du wissen musst. Es ist gar nicht schwer, das wirst du gleich merken. Also, das Turnier endet um 18 Uhr. So lange hast du Zeit, mir deine Insekten zu bringen. Als uraltes Insektenkenner, Dude, Tupi, Reptil, werde ich deinen Fund mit Expertenblick begutachten und bewerten. Ich achte auf Seltenheit, Größe und Glanz, ermittle daraus die Punkte, die dein Insekt verdient. Große Jagd. Wer mir vor 18 Uhr die tollste Tierchen gewinnt, wenn du den ersten, zweiten oder dritten Platz belegst, dann gibt es einen tollen Preis für dich. Die Preise bereiche ich den glücklichen Gewinnern immer bei der Siegerehrung nach dem Turnier. An deiner Stelle würde ich mir also Mühe geben, es winken Pokale, die sind nicht von schlechten Eltern. Ich bin mir sicher, wir werden heute beide eine gehörige Portion Spaß haben, ihr wollt. Was noch? Ach ja, nicht vergessen, in den Pokalen gibt es heute auch noch andere stucklige Preise. Aber nur für denjenigen, der den Rekord für den ersten Platz knackt. Streng dich an, ja, ja. Tschaka, tschaka. Lass die Jagd beginnen und daran denken, die beste Insekten postwendend bei mir abliefern. Alles klar, dann machen wir das mal so. Höre ich gerade schon Insekten? Nein. Die besten Insekten. Ich befürchte, dass ich dann wahrscheinlich gerade genau dann keine Insekten mehr finden werde. Ist doch immer so. Ich habe sowieso schon Pech, Insekten zu finden. Und wenn, dann müsste ich eigentlich gucken, ob sie... Oh, hallo, willst du zu mir zu Besuch? Ja, mei, Helios. Oh ja, guten Tag, junge Dame. Ich mag sind die Sonne durch die Bäume scheint. Gibt's etwas, was ich für dich tun kann? Ja, ein Abzeichen, Pfirti. Ja, ja, Abzeichen willst du also haben. Ja, welches Abzeichen würde denn am besten zu dir passen? Ja, ja, hohoho, Erke, sieht aus, als würdest du immer noch gerne hier leben. Das macht mir immer glücklich. Ich denke daran, hier 19 Tag wohl zu genießen, ja. Doch, genau, das passt nur Abzeichen für die. Ui. Ja, sei immer schön fleißig, du Verleid. Ja, neues Abzeichen. Oh, Junge! Ich habe das Abzeichen aktive Mitbürgerin erhalten. Je länger ich hier bin, desto besser gefällt es mir. Das stimmt. Ich liebe mein Pilzdorf. Oh nein.
Was ist das für ein Geräusch? Wird das gehört? Ach so, das war die Uhr. Kam da ein Kuckuck raus? Hi, Mischka. Ich muss ihn mal gerade schieben, tut mir leid. Kam hier ein Kuckuck raus? Und hat so gemacht. Das habe ich nämlich nicht wirklich mitgekriegt. Krass. Insekten, da ist ein Schmetterling. Aber ich glaube nicht, dass der uns viele Punkte bringen wird, so zwecks Seltenheit oder sowas. Und die anderen sind ja auch schon voll lange dabei. Günther auch. Und der schiebt mich schon gleich weg. Der weiß ganz genau, wie das hier läuft. Seltene Insekten. So eine Maulwurfsgrille wäre nicht schlecht. Etoile macht ja gar nicht mit. Guck mal, die ist zu Hause. Da haben wir ja vielleicht doch noch eine Chance. Oh, hier oben wird's. Also, das hier wird richtig technisch. Der Schmetterling. Ich glaube nicht, dass der Schmetterling was bringt. Kann ich Insekten, die ich bereits gefangen habe, schon hier abgeben? Oh, hier oben, das gefällt mir jetzt zunehmend. Das sieht gut aus. Auch wenn ich mit dem Pink nicht einverstanden bin. Ich habe, glaube ich, keine andere Wahl. Die Büsche blühen halt nun mal. Sie blühen ja nicht für immer. Da ist Julian. Hi, Julian. Dich habe ich ja ewig nicht mehr gesehen, Honey. Unsere Gespräche haben mir echt gefehlt. Das ist total doof, wenn man auf einmal ignoriert wird. Wenn du mich siehst, dann rede gefälligst mit mir. Aber ich hab doch mit euch... So lange ist es doch gar nicht. Ich war doch gar nicht so lange weg. Mit ein bisschen Geduld findest du bestimmt ein riesiges, bizarres Kabelvieh mir. Genau. Ich weiß nicht. Du hattest bei Team Rocket bestimmt Erfahrung. Wenn man an sowas rankommt. Ich sehe nicht mal einen Marienkäfer. Dabei ist Sommer. Da sind eigentlich immer ziemlich viele Insekten unterwegs hier. Wenn ich Glück habe, kommt hier eine Biene raus und ich krieg sie gefangen. Wenn ich Pech habe, es ist nur eine Spinne. Und die bringt... Oh, die bringt mir nichts. Weil Spinnen sind nun mal keine Insekten. Spinnen sind Spinnen. Hier, du bist meiner. Oder nicht? Jetzt bist du meiner. Du bist ein bisschen seltener. Ein Faunfalter. Bist du ein Vogel oder ein Insekt? Ist auf jeden Fall groß. Hallo, Bienen, die mich stechen wollen. Das hier sollte nachts leuchten. Bienen. Seerosente nicht fangen, mitnehmen. Erstmal draufhauen, ne? Man weiß ja nie. Also Glück habe ich hier anscheinend nicht. Keiner weiß. Oh, hier wächst jetzt auch ein Schneeglöckchen. Ist meine Stadt etwa wieder perfekt? Na, das freut mich. Ja. Tolles Insektikus-Turnier. Läuft ja richtig gut. Insekten? Hallo? Oh, Felix, unser Hohlhörnchen ist auch auf dem Weg, Insekten zu sammeln. Felix, Felix, warte. Felix, hast du eine Spur? Ich muss mich anschleichen. Vielleicht hat er... Ist eine Spur? Hast du schon einen Insekt gesehen? Oder bist du auch auf der Suche, so wie ich? Oh, endlich können wir mal wieder reden. Oh, Billy. Ich weiß nicht, ob du mich die ganze Zeit einfach ignoriert hast. Oder ob du beschäftigt warst. Aber ab und zu mal alleine sein, das sollte auch möglich sein. Wieso tun die alle so, als hätte ich Ewigkeiten nicht mit ihnen geredet? Das ist doch gar nicht wahr. Oh, ich habe, glaube ich, einen Insekt gerade vertrieben und er war mega geschockt. Sorry, Felix. Tut mir super leid. Ich glaube, da war wirklich gerade ein Insekt und Felix gerade so... So, als weggeflogen ist. Das ist ja lustig. Die Bewohner fangen also direkt auch vor deiner Nase Insekten weg, wenn du nicht aufpasst. Was machst du denn immer noch hier, Helios? Geh nach Hause. Hör auf, in meiner Wohnung herumzulungern. Das ist gruselig. Ein oder andere Insekt. Warum denn nicht? Wieso sind denn hier keine Insekten? Was soll denn das? Was ist Orchideen, Mendes und Co. übersehe ich ja sowieso immer. Von daher, was soll's? Anscheinend sind immer gerne Insekten in der Nähe von meinen Bewohnern. Da werde ich mich jetzt einfach mal anschleichen und hinterherlaufen. Lalala! Ach ja, ich fange hier einen Insekt. Du, Mischka sieht mich nicht. Und ab, ich dich sehe, Liebling. Glaubst du wirklich, das fällt mir nicht auf? Natürlich. Mann. Mir wirst du aber nicht keine Insekten wegfangen. Aha. Verdammt, sie hat uns bemerkt. Okay, was ist mit Günther? So süß, wie sie hier alle mit ihrem Kescher durch die Gegend laufen und versuchen, Insekten zu sammeln. Ja, das sieht aber echt schön aus hier. Ah, oh, mit den Springbrunnen. Ja. Nun, da können wir ein bisschen was draus machen. Ja, wir müssen dringend ein bisschen aufräumen. Wir müssen hier dringend ein bisschen Ordnung schaffen. Leute, das Insektikus-Turnier fällt mir da weniger ins Wasser. Ich finde einfach keine Insekten. Was ist denn das?
Hallo? Er kann ja nicht wahr sein. Ich melde mich wieder, wenn ich einen Insekt gefunden habe. Oh, Leute. Leute, da ist eine Libelle. Ha, zack! Oh, wow, dass ich die getroffen habe. Eine Königslibelle. Welch majestätischer Anblick. Ja, Mensch, guck mal, wir haben es geschafft, immerhin mal einen Insekt zu finden. Ich bin jetzt hier einmal im Kreis gelaufen und, naja, gut, das ist ein normaler Schmetterling. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob mir der was bringt. Nachher ist es der größte Schmetterling, den es gibt und deswegen kriegt er Sonderextrapunkte. Hat sich hier hingesetzt. Fatima macht auch nicht mit. Fatima sitzt auch zu Hause. Ach, ich hätte eigentlich gedacht, dass das Insektikus-Turnier gerade für Fatima und auch für unsere Etoile eine ganz große Sache ist. Ist ja erstaunlich, dass sie da kein Interesse dran haben. Ah, vielleicht machen sie später noch mit. Wir haben da ja noch jede Menge Zeit, nicht wahr, Mischka? Barry ist auch zu Hause. Ich gehe jetzt Barry besuchen und frage nach, ob alles in Ordnung ist. Ob der wohl auch noch Insekten sammeln geht? Herr Barry lässt sich doch so einen Spaß nie entgehen. Jeder Tag ist eine Party. Hi, Barry Baby, Butzi, Barry, 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 Baby. Oh, Juchelchen. Moment. Tja, was kann ich für dich tun, Berlin? Ja, wie unterhalten wir uns? Auweia, ich habe nichts mehr an Weingummi da. Das tut mir total leid. Oh, du brauchst doch keinen Weingummi. Guck mal, du kannst auch das Malset, ist das süß. Können wir mit deinem Malset malen. Hallo, Belly. Kannst du jetzt irgendwie helfen, da so bummelt? Gibt's irgendwas Neues? Liebe, Freude, Glück. Das war doch dein großer Wunsch, weißt du noch, Belly? Was ist jetzt daraus geworden? Ging alles in Erfüllung, das weißt du doch. Echt? Mein Wunsch ist wahr geworden, das ist toll. Herzlichen Glückwunsch, Belly. Ich hab doch immer schon gesagt, bis auf seine Zeit, wer das Wünschen noch hilft. No, so süß. Was mit dem... Barry... Was hast du vorhin hier gemacht? Ich hab nur versucht im Takt auf den Trommeln... Also das passt nicht... Also die Trommel... Das ist... Naja... Ich trommel voll... Ja, ich finde, dass die Trommel immer sehr beruhigend wirkt und so. Außerdem, wenn du Gummibärchen auf die Trommel legst und da drauf hast, dann springen die alle durch den... Alles klar, da ist das Weingummi geblieben. Okay, Barry, bis zum nächsten Mal. Moment, wenn er Gummibärchen ist... Nur mal so als Frage, er ist doch ein... Bärchen, ist das denn irgendwie komisch für ihn? Das ist, als würden wir Gummimenschen essen. Oh, das ist noch so ein schöner Schmetterling. Immerhin. Ein Verunfalter. So ein Vogel, ein Insekt. Ich glaube, der ist fast genauso groß wie der andere, den wir haben. Von daher. Ja, du bringst mir auch nicht wirklich was. Na, Felix, guck mal. Guck mal, Felix, da ist ein Schmetterling. Felix, da ist ein... Felix, da ist ein Schmetterling. Felix, da lang. Da ist ein Schmetterling. Geh mal da lang jetzt. Da ist ein Schmetterling. Hier, guck mal. Schnapp dir den Schmetterling. Hier. Oh, jetzt beschwert er sich. Du kannst doch nicht einfach Leute rumschubsen, nur weil du schlechte Laune hast. Das finde ich echt daneben, Manu. Es tut mir leid, ich hab's keine schlechte Laune. Ich wollte dich zu dem Schmetterling schubsen. Ich wollte... Oh, das tut dir so leid. Oh, Felix, ich wollte dich zu dem... Ich dachte, ich tue dir einen Gefallen. Ich wollte dich zu dem Schmetterling schieben. Oh, Felix, das tut mir so leid. Manu, jetzt bin ich total schlecht gelaunt. Davon kriege ich immer Hunger. So sorry. Guck mal, da hast du einen Schmetterling. Schnell fang ihn, du stehst direkt davor. Felix. Felix. Felix, guck mal. Tada. Das ist alles meine Schuld. Das ist alles meine Schuld. Ich wollte ihn noch nur zu dem Schmetterling schieben. Ich dachte, er freut sich darüber. Ich bin ein furchtbarer Mensch. Ich bin ein Monster. Manu. Gut, dann gucken wir mal weiter. Es ist schwierig, hier auf den Blumen schöne kleine Orchideen-Mantisse. Ist das die Messe? Mehrere Orchideen-Mantis. Ich glaube, die heißen dann auch Mantis, Orchideen-Mantis. Weil das wäre ja auch, glaube ich, die lateinische Pluralbedeutung. Oh Gott, ich kann nicht mehr deklinieren. Ist zu lange her. Übersehe ich was? Es kann doch nicht sein, dass es so wenig Insekten gibt. Ich gebe jetzt erstmal ab. Ich gebe jetzt erstmal ab, was ich habe. Weil dann können ja die anderen auch keine tollen Sachen haben, wenn es keine tollen Sachen gibt. Oh, hallo, Vivienne. Aha, du kannst also doch sprechen, Honey. Was soll ich denn bitte davon halten, wenn du seit wochenlang kein Wort in mir wechselst? Du solltest wirklich öfter mal zu Besuch kommen. Oh, tut mir leid, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mit euch schon gesprochen hatte in letzter Zeit oder sowas. Aha, die junge Insektenforscherin ist zurück. Die Leute jagen die Insekten, die halt. Guck mal, ich habe eins.
Wir nehmen jetzt erstmal den Frauenfalter da. Tada! Also, mal schauen. Womit arbeitet doch der Hundertfüßler in der Pfanne verrückt, ein seltener Frauenfalter? Verblüffend! Ich würde das Insekt gerne ein wenig näher untersuchen. Wäre das in Ordnung für dich? Nur damit wir uns verstehen, ich würde es dann behalten. Also, was meinst du? Ja, ja, weil du es bist. Wundervoll, ganz wundervoll. Dann will ich den Insekt doch mal unter die Lupe nehmen. Ein ausgewachsener Frauenfalter von normaler Größe. Doch, doch. Sehen wir uns jetzt Farbe und Glanz näher an. Ja, doch, doch. Das kann sich sehen lassen. Guter Standard. Alles in allem würde ich sagen, deinem Frauenfalter gebühren 68 Punkte. So close. Da brat mir doch einer einen Maikäfer. Damit knackst du den Rekord für den ersten Platz. Jupaidu, herzlichen Glückwunsch, mein junges Forscherfräulein. Das Insekt nehme ich dann mal an mich und verwahre es an einem sicheren Ort in meinem Magen später. Und als Preis, mal sehen, ja, überreiche ich dir diese hübsche Lotuslampe. Oh, cool. Dankeschön. Wenn du einen neuen Rekord von 80 Punkten oder mehr erzielst, gebe ich dir noch einen besseren Preis. Gut und Spucke, es handelt sich um einen super Sonderpreis, nur beim Insektikonstruktionier zu haben. Los, los, schwing die Beinchen und den Kescher da. Würde ich da mal sagen. Ich habe noch einen Insekt gefangen. Auch wie, du hast noch einen Insekt gefangen? Der läuft ja aber richtig gut bei dir. Was bringt mir eine Königslibelle? Bisschen. Also mal schauen. Da wird doch der Hundertfüßler in der Falle verrückt. Eine seltene Königslibelle. Verblüffend. Ich würde das Insekt gerne ein wenig näher untersuchen. Wie wäre das in Ordnung für dich? Du weißt, es bleibt dann in meinem Magen. Ich behalte es natürlich nur einfach so. Also ja, gut, wir gucken uns das doch mal genauer an. Ja, eine ausgewachsene Königslibelle ist normal groß. Ja, und die Farbe und Glanz. Ja, oh. Oh, tut mir leid, aber das ist bestenfalls mangelhaft. Alles in allem würde ich sagen, eine Königslibelle gebühren 35 billige Punkte. Oh, tut mir wirklich leid, mein junger Insektenfreund. Nee, das reicht nicht ganz für den Rekord. Dieses delikate, feingliedrige Exemplar nehme ich dann wie versprochen zu mir, nicht wahr? Ich bewahre das sicher und so. Sind es noch irgendwelche Insekten, die du mir zeigen möchtest? Ja, das hier noch. Ist das vielleicht cooler als das andere Pfauen-Ding? Geht's Pfau-Falter-Reliku? Ja, der flatterte in meinem Magen. Ich meinte, oh, Mensch, ja, schon wieder ein V-Falter. Lecker, ey, verblüffend, meinte ich. Ja, dann gucken wir doch mal, ob das voll cool ist oder so. Weißt Bescheid, ne? Ja, ja, ich weiß Bescheid. Ja, also, ja, es ist so ein großen V-Falter, der für meiner Welt ist. Ein richtiger Brummer, das Ding. Jetzt gucken wir uns mal den Glanz an. Ja, doch, doch, das kann sich sehen lassen. Guter Standard. Das meinen, würde ich sagen, V-Falter gebühren 77 Punkte. Da brat mir doch einer einen Maikäfer. Knackst du den Rekord für den ersten Platz und ich hätte jetzt voll Bock auf gebratenen Maikäfer. Egal. Juppeidu, herzlichen Glühstrumpf, mein junge Forscherfreundin. Das Insekt nehme ich dann mal an mich und verwahre es ganz sicher. Sicher, sicher in der Küche. Du weißt schon, hier. Ja, hier, du hast eine Ruinentapete verdient. Bitteschön. Oh, die kann ich dann Jillian geben. Ja, wenn du einen neuen Rekord hier brichst oder so, ne, dann gebe ich dir noch viel was Cooleres und so. Schön Spucke und Geduld und so. Ne, hier schwinget Beinchen, los! Also, immerhin komme ich mit dem Pfauenfalter auf den grünen Zweig. Die nicht, weil die werden gefressen. Oh, ich finde das so radikal, dass all die Insekten dran glauben müssen, weil der Dude sie futtert. Und der deutet es halt auch noch an. Also er deutet es wenigstens nur an. Wenigstens futtert er sie nicht gleich vor meinen Augen, wie das immer dieser Bruder Otter gemacht hat. Ich versuche auf den Blättern einen Insekt zu erhaschen. Aber ich finde aktuell noch nichts. Also ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen im Kreis laufen, Leute. Aber dann können wir auch, haben wir keine andere Wahl, Leute. Dann haben wir keine andere Wahl. Dann muss ich warten, bis es spät ist, bis 18 Uhr ist. Und dann gucken wir uns die Siegerehrung an und hoffentlich haben wir dann gewonnen. Weil gerade aktuell ist hier mal wieder tote Hose. Oh, ich sehe da was. Ich sehe da was. Da schleiche ich mich an. Guck mal, ich glaube, das ist eine Gottesanbeterin, die dort auf den Rosen sitzt. Nee, das sind keine Rosen, das sind Tulpen. Okay. In der Hoffnung, dass ich das jetzt hinkriege. Und pock! Oh, das war knapp. Ja, eine Gottesanbeterin. Ihre Gebete wurden wohl nicht erhört. Nett. Besser als gar nichts. Ich habe bis jetzt nur einen Kohlweißling gefangen und so einen ganz normalen Schwalbenschwanz. Also nichts Spannendes, Aufregendes oder Besonderes. Manu, ich hätte mir jetzt schon ein bisschen erhofft, dass vielleicht so die ein oder andere Orchideenmantis hier so sitzt oder so. Aber nichts. Kein Marienkäfer, keine Pfauenfalter mehr, gar nichts. Ich gehe nochmal unten am Strand dann gucken, aber gerade im Moment ist die Ausbeute echt richtig mager.
Ha, das ist schon mal eine Libelle. Wenn ich jetzt dann noch rechtzeitig rankomme, dann habe ich vielleicht doch nochmal eine Chance. Was über 80 Punkte ist. Nein, komm wieder her. Komm nicht aufs Meer. Nicht aufs Meer, komm hierher. Komm schön aus dem Wasser heraus. Und meins. Oh, doch nicht. Eigentlich könnte ich schwören, ich hätte... Fliegt doch nicht so schnell. Ach, Manno. Ah! Oh, das war knapp. Eine Königslibelle. Welch majestätischer Anblick. Groß ist sie auch noch, hoffe ich. Tja, aber an den Bäumen sitzt hier leider erstmal kein Insekt. Also, im Sommer auf der Insel sitzen doch an diesen an den Palmenbäumen immer wahnsinnig viele Insekten. Nur abends war es tagsüber nicht so. Ach, Mann. Ach, Mann, jetzt habe ich das... Ach, Mann, jetzt habe ich so extra alle hingepflanzt. Vielleicht muss ich sie weiter oben pflanzen oder so. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal meine obere Runde. Da summt was. Da summt ein Bienchen. Oh. Da summt ein Bienchen. Da summt ein Bienchen. Das ist jetzt mein Bienchen. Ein bisschen gebraucht, aber hey. Eine Honigbiene. Gib mir Honig, dann lasse ich dich vielleicht frei. Besser als gar nichts. Ich nehme ja auch die ganz kleinen Insekten. Auf jeden Fall möchte ich mal ausprobieren, welches Insekt eventuell als selten gilt oder nicht. Dann schauen wir einfach mal. Puh. Ja, ich komme hier auf keinen grünen Zweig mehr. Ich denke nicht, dass ich hier noch was finden werde. Dann gehe ich jetzt eine allerletzte Runde und dann geben wir einfach mal Insekten... Oh, da, ich sehe was. Ich sehe gerade das Flattern. Ich habe was flattern sehen. Oh, schon wieder so einer. Ja, gib her, gib her, gib her. Bitte sei größer als 1,30. Bitte sei größer als 30. 1,29. Das bedeutet, er ist nicht groß genug, um einen stattlichen Preis zu erzielen. Ach, Manno. Ach, Manno. Das ist so. Ich gehe halt immer hier meine Runde ganz langsam, damit ich vor allen Dingen keine Orchideen-Mantis übersehe. Die sitzen hier mal gerne auf hellen bzw. weißen Blumen. Bevorzugt eben auf diesen kleinen Orchideen-ähnlichen Blüten. Und irgendwie, also hier oben sind immer mal Insekten, aber hauptsächlich Schmetterlinge. Da zwitschert ein Vogel, da würde ich als Insekt auch nicht in die Nähe wollen. Mann! Hier irgendwas? Ist hier was? Nee. Ich bin auch da lang gegangen, ich hätte es sowieso vertrieben, von daher... Ach Mann, oh, was ist das für ein Insektikus-Turnier? Was habt ihr denn beim Insektikus-Turnier alles so gefangen? Kann man zur Insel? Ich finde das irgendwie gecheatet. Ich gehe zur Insel und, naja, die anderen Tiere können nicht einfach zur Insel gehen. Ich fände das unfair, das zu machen. Ich meine, die könnten auch zur Insel fahren, glaube ich. Aber das machen sie ja nicht. Und das ist dann... Wahrscheinlich gewinnt irgendeiner mit dem Goliath-Käfer. Naja, dann gucken wir mal. Also das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass diese Königslibelle, die Gottesanbeterin, die Biene was bringt. Geben wir mal die Königslibelle ab. Ne? Also mal schauen. Dafür hat der 100 für seine Pfanne verrückt. Eine seltene Königslibelle. Oh, verblüffend. Oh, ich würde das Insekt gerne also ein bisschen untersuchen und behalten und essen. Ich meinte, ja, du weißt, also ich, wundervoll. Ja, ich gucke mir das mal genau an. Ja, ist eine normale Größe. Und, tut mir leid, aber die ist ja wirklich ziemlich mangelhaft von der Farbe. Also ziemlich glanzlos. Also die bekommt ziemlich wenig Punkte. 28. Ne? Tut mir wirklich leid, aber das geht halt gar nicht. Also ich nehme dieses deliziöse, sehr delikate, feingliedrige Objekt dann auch mal an. Hast du denn noch was für mich? Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar habe ich eine Honigbiene. Mhm, eine was? Oh, lass mich mal nachschauen. Ei, dann wollen wir mal... Oh ja, was für eine hübsche Honigbiene. Exquisit! Ich würde das Insekt gerne... Ja, auch das. Also ich meine, es riecht nach Honig. Es schmeckt bestimmt nach Honig. Also theoretisch nur. Also, ja, okay. Tja, also für eine Honigbiene ist sie nicht besonders groß. Und ihre Farben... Oh, die funkelt ja richtig. Wie die Farben schillern, herzerwärmend. Alles in allem würde ich sagen, deiner Honigbiene gebühren... 33 Punkte. Was? Oh, ich bin mir wirklich leid, aber das reicht nicht. Ich nehme dieses Insekt jetzt an mich. Hast du etwas, was vielleicht ein bisschen cooler ist als der ganze Krempel bis jetzt? Ich dachte, das wäre ganz toll, okay? Die Gottesanbeterin. Da bitte jetzt. Komm mal mit der Gottesanbeterin da. Also das hier ist, oh, dafür doch der 100 Füße in der Falle verrückt. Heil seine Gottesanbeterin. Verblüffend. Ich würde das Insekt, also, du weißt schon, okay, kennst du das Prozedere, darf ich das? Natürlich. Soll ich es dir nicht zeigen? Ja, wundervoll, ganz wundervoll. Also, oh, ja, also so eine große Gottesanbeterin findet man echt super selten. Das ist ein richtiger Brummer. Schauen wir mal die Farbe und den Glanz an. Ja, doch, doch. Ja, das kann sich sehen lassen. Das ist ein guter Standard. Ja, alles in allem würde ich sagen, dir gebühren 63 Punkte. Oh, ja, das tut mir jetzt auch leid, das reicht nicht ganz. Ja, okay, dann
Hast du noch was, was du mir zeigen willst? Nein, danke. Ja, in Ordnung, okay. Macht ja nichts. Wenn es dich interessiert, du bist momentan Spitzenreiter. Ein Frauenvater mit 77 Punkten, Mann, damit hast du die Nase vorn. Aber keine Müdigkeit vorschützen, noch ist nicht aller Tage Abend. Alle Tage Abend, da sagt er was. Vielleicht finden wir am Abend noch ein paar mehr. Das, wisst ihr was? Ich begebe mich nochmal weiter auf Insektenjagd. Einfach nach 17 Uhr, weil nach 17 Uhr spawnen ja auch schon die ganzen coolen Insekten. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn ich um 17 Uhr nochmal die Late Night Insekten durchgehe. Ja, also um 17 Uhr spawnen schon welche. Man sagt ja, ab 19 Uhr ist der beste Zeitpunkt, aber ich habe auch festgestellt, um 17 Uhr sind auch schon immer die Abendinsekten da grillen und sowas. Vielleicht können wir kurz vor 18 Uhr noch den ultimativen Fund machen. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren, danke fürs Bewerten. Bis zum nächsten Mal bei Animal Crossing New Leaf.